Ja, Leute, ihr seht die Zauberhand-Matte und ihr seht auch das Zauberhand-Logo und das verschwindet jetzt. Ich habe schon eine Menge von Zauberhand gezeigt. Ich glaube, bis auf die Beine habe ich alles gezeigt mittlerweile. Und das, was aktuell halt jetzt noch fehlt, was ihr ja schon oben im Video seht, was jetzt drankommt, ist die Anniversary Box oder auch die Dune Box. Die gehen wir jetzt langsam aber sicher durch. Ich fange erstmal an mit dem, was ich dabei bekommen habe, wie immer. Und zwar einmal die Beast Third Edition Token mit diesen Sleeves von der Third Edition und dann, oh mein Gott, dieses Eichhörnchen. Es ist so knuffig. Ich weiß, dass es diese Sleeves jetzt auch in Yu-Gi-Oh! Größe gibt. Sehr, sehr, sehr cool. Und hier First Anniversary, ein Topter mit fliegend. Artifact, Creature, Topter. Richtig cool, kann ich benutzen, kann ich gebrauchen. Deswegen Hammer, 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 Hammer. Und hier habe ich, es ist relativ dünn, ich vermute mal, das ist ein Kartentrenner. Das werde ich gleich auf jeden Fall noch testen. Was ich dabei noch bekommen habe, sind nämlich Sleeves. Und zwar hier mit diesem wunderschönen Top da oben drauf. Das sind die Premium Line Artwork Sleeves der Dune Serie. Richtig cool mit dem Top da drauf. Ja, ja, dieser Top da. Und ja. Die werde ich auf jeden Fall benutzen. Ich finde die, guckt euch die mal an, die sind mit diesem Schwarz-Orange richtig schön. Machen wir gleich auch auf. Machen wir jetzt auf. Gucken wir uns mal an. Und was mir als allererstes auffällt, was ich super positiv empfinde, ich weiß nicht, ob es jetzt nur, weil es die Dune-Version ist, die halt schwarz ist oder nicht, die haben einen schwarzen Rücken im Vergleich zu dem silbernen Rücken, den die alten Sleeves noch hatten. Finde ich das mit dem schwarzen Rücken schon sehr viel geiler. Und ich sehe auch schon, das Eichhörnchen hat auch einen schwarzen Rücken. Also scheint da das angekommen zu sein. Richtig cool. Fühlt sich richtig gut an. Fühlt sich auch sehr hochwertig an. Werde ich mit rumtesten. Natürlich werde ich damit rumtesten. Es steht drauf, es sind 104 Artwork Sleeves. Das bedeutet, wir können mal den Standard machen. Guckt, es gibt schon Leute, die weggucken. Oh Gott, was ist da denn? Was? What? Oh mein... What? Jetzt habe ich es hier unten nicht mal gerissen bekommen. What? Oh mein Gott, wie gut. Auch so generell vom Verhalten her. All diese Sleeves sind der Wahnsinn geworden. Also am Anfang war ich so, ja okay, das sind ganz nette Sleeves. Aber ich benutze die aus der First Gen, nee, Second Gen. Immer noch, kann ich euch gleich mal zeigen. Großartig. Und hier diese Sleeves jetzt auch mit diesem sehr glänzenden Innen. Richtig cool. Richtig nice. Habe ich auf jeden Fall neue Sleeves für mein Commander-Deck. Hammer, mega. Die werde ich auf jeden Fall die Woche über testen. Da habe ich super Bock drauf. Generell habe ich super Bock drauf, Zauberhand-Produkte zu testen. Weil, wie immer, Zauberhand, super Firma, kommt aus Deutschland und ist mittlerweile auch international in Griechenland und wo nicht alles unterwegs. Richtig, richtig coole Jungs, haben das mehr als verdient. Super, super coole Jungs, super netter Job. So, also sie machen ja nicht nur nette Sachen, sie sind ja auch extremst gut von der Qualität her. Und was sie auch gemacht haben, was noch ein bisschen dazugehört, ist, hier ist ein Ring, Size 11. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was für eine Ringgröße ich habe. Ihr könnt mir ja mal sagen, was für eine Ringgröße ihr habt. Size 11 ist für mich auf jeden Fall für den Ringfinger zu groß und für den auch. Wo er allerdings passt, ist am linken Mittelfinger. Was ich ganz nett finde, weil tatsächlich trage ich da relativ viele Ringe. Ich trage die entweder hier oder hier. Deswegen passt mir das sehr, sehr gut. Hier haben wir den Live-Ring. Dieser Live-Ring ist sehr, sehr cool. Erstmal, er hat in der Mitte einen beweglichen roten Strich, damit ihr auch sehen könnt, welche Lebenspunkte ihr gerade hattet. Dann habt ihr rechts und links jeweils ein Rädchen, wodurch ihr zum Beispiel eure Leben festsetzen könnt. Ihr könnt euch frei bewegen. Ihr könnt sogar diese Bewegung hier mit dem dann schauen, wenn der Ring sich bewegt. Zum Beispiel sollte der Ring sich einfach mal so sehen, so, ah nee, warte mal, ich bin ja nicht da beim Leben, ich bin ja, dann könnt ihr eben umdrehen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, es lässt sich hier leicht drehen und gleichzeitig ist das auch ein bisschen so der kleine Kritikpunkt daran. Ihr kennt mich mit meinen Videos. Diese Reviews sind nicht gekauft, also meine Meinung ist nicht gekauft. Die Produkte wurden mir zur Verfügung gestellt, damit ich das reviewen kann für euch. Aber ich gebe auch Verbesserungsvorschläge. Ich gebe Sachen, die mir nicht so gut gefallen oder Sachen, die mir sehr gut gefallen. Ich lasse meine Meinung nicht kaufen. Egal, ob Leute mir was schicken oder nicht.
es ist meine freie Meinung und es geht zu leicht. Also der Ring ist zu leicht und gerade wenn ich den ein paar Mal hin und her bewege und schüttel, rutscht er hier schon von der 1 auf die 2. Das ist zu leicht. Da müsste irgendwie so eine Art Klack noch hinten drin sein oder irgendwie so ein leichtes Geriffel, dass es ein bisschen schwerer geht. Ich weiß nicht, wie das technisch umsetzbar ist, weil das Problem ist, sobald man jetzt technisch anfängt, hinten ein bisschen das schwerer zu machen, irgendwie ein paar Noppen reinzumachen, damit man das irgendwie so klacken kann oder so, dann wird es natürlich automatisch schwerer mit dem Drehen, gerade wenn der am Finger ist. So lässt er sich sehr, sehr gut drehen und gerade wenn man den auch so ein bisschen noch hier festhält und eben hier dreht, ihr seht das, das funktioniert sehr, sehr gut. Ich weiß halt nicht, wie hart es jetzt gerade durch die Lichter glänzt. Sehr, sehr cool. Der Ring, ist, die Idee finde ich sehr, sehr cool. Einfach nur, dass man eben seinen Lebenspunkt eben so sehen kann, dass man sie dabei hat, dass man sagen kann, okay, wie viel Leben hast du? Okay, 85. Es ist ganz, ganz nice. Wie man das da noch besser machen könnte, Fakt ist, so ist er ein bisschen zu leicht und rutscht zu viel, ist dementsprechend schwieriger zu benutzen. Es ist als Zusatzteil, ist es bestimmt ganz nett, wenn man so seine Lebenspunkte gerade aufschreibt, man dreht den Ring dahin, man kann das so im Blickwinkel dann sehen, dass man hier so auf 5 Leben ist. Das ist bestimmt ganz cool, aber als alleinige Sache auf dem Turnier würde ich es jetzt zum Beispiel nicht machen. Auch beim Commander-Tisch ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn der andere dann sagt, wie viel Leben hast du, und du sagst, ja, guck hier, 16, 16, aber so für einen selber zum nochmal drauf gucken. Angucken. Die kommt danach dann in einem kleinen Popfenster da oben. Wir bleiben bei der Dune. Oh, ich bin richtig heiß. Ich habe sie noch nicht aufgemacht. Dementsprechend gucken wir uns das mal an. So. Was haben wir denn hier? Okay, wow, okay. What? Was ich jetzt schon sehe, ist, das hier ist, das ist Kunstleder. Lässt sich auf jeden Fall auch gut ziehen. Und hier oben ist First Anniversary, ein kleiner Metallteil. Holen wir die Box mal raus. Limitiert auf 100 Stück. Das ist halt das, was ich so krass finde. Es gibt nur 100 dieser Boxen. Also, da steht limitiert auf 100 dieser Boxen. Die Box selber haben wir noch gar nicht angeguckt, weil die Box selber ist halt dasselbe nochmal in schwarz. Ich muss sagen, ich finde dieses Dune, das hier hätte ich gerne als Playmat, glaube ich. Also ohne vielleicht das Dune draufstehen, aber das als Playmat wäre auch ganz geil. Zusätzlich zu dieser Playmat, finde ich jetzt persönlich. Genau, so, dann gucken wir uns die Box doch mal an. Oh mein Gott. Also, erstmal das, was ich gerade eben schon gesagt habe, beziehungsweise gesehen habe. Hier ist ein First Anniversary. Es ist Metall, ich weiß nicht, wie man das nennt. Das ist kein Sticker, das ist eine Metallplatte, die da drin ist. Was mir als allererstes direkt aufgefallen ist, die ist schief. Das triggert mich unendlich hart. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei meiner ist, ein Fehler ist, oder ob das normal ist, dass die schief sind. Aber ach, das... Aber es kann auch sein, dass es nur bei mir ist. So, die Oberfläche ist dasselbe Material wie bei der All Faces. Dieses, bei der anderen war es so ein leichter Jeansstoff. Hier ist es halt eben in schwarz gefärbt. Oh mein Gott, ja. Gucken wir uns die Box mal an. Wir haben hier auch wieder, wie bei der anderen auch, ich nehme mal kurz die Box runter, haben wir eine Playmat dabei. Hier auch mit den Magneten festgemacht. 2 Magnete hier, 6 Magnete hier, 2 Magnete hier mit dem Zauberhand mit drauf. Und auch hier wieder richtig schön bestickt. Also nicht bestickt, so leicht vertieft und dann vergoldet. Sehr, sehr cool. Und hier sind keine Magnete drin. Und hier sind 3 Magnete drin. Eine Menge Magnete. Ich liebe ja Menge Magneten. So, das ist die Verpackung davon, beziehungsweise auch die Playmat davon. Gucken wir uns mal die Box an sich an. So. Als allererstes, was wir im letzten Mal auch hatten, ist, wir haben hier wieder eine Powerbank, wieder mit 2 Anschlüssen, 450 mA. Ja, passt, weil wir haben auch dieses Mal und dieses Mal in schwarz, was ich unendlich geil finde, eine Flashlight dabei, ein USB-Light. So, gucken wir uns das mal an. Da. Hier haben wir auch wieder hier mit Zauberhand draufstehen und dann haben wir altbekannt, die Lampen habe ich schon öfter getestet, diese Lampe auch, leuchtet. Leuchtet hell. Dieselbe Lampe in schwarz. Sehr, sehr cool. Schwarz gefällt es mir wesentlich besser als das Blau. Das liegt halt an meinem Stil. Ich
bin halt gerne mit schwarzen Klamotten unterwegs. Ja, das alles kennt ihr schon. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, wie gesagt, das Review von der All Faces seht ihr oben oder ihr schaut jetzt eben weiter. Aber wenn ihr zum Beispiel genau sehen wollt, wie das Licht aussieht und ähnliches, guckt euch bei der All Faces an, da habe ich es genauer getestet. So, kommen wir jetzt zu, hier sind auch wieder diese Laschen, die sind diesmal ein bisschen lockerer, was ganz angenehm ist tatsächlich. Ein bisschen elastischer, habe ich das Gefühl. Aber das kann auch sein, dass es einfach nur mein Gefühl ist, dass diese Taschen hier ein bisschen elastischer sind. Und was wir auch wieder dabei haben, ist unser Flaschenöffner. Der Magnet ist auch wieder da, ja. Das heißt, wir können die hier wieder festkleben. Passt. Hält. So, dann einmal. Okay, es geht ein bisschen schwerer als bei der anderen. Das Inlay. Der Stoff innen drin ist auch richtig schön. Dieses Dunkle, da steht der Box richtig gut. Dann haben wir unser großes Kästchen. Ich finde es dabei immer noch schade, dass hier nicht irgendwie so ein kleines und ein großes Kästchen dabei ist, sondern dass einfach nur ein Riesenkästchen dabei ist. Aber das ist persönliche Geschmackssache, weil ich finde so eine kleine Abtrennung oder hier so eine kleine Abtrennung fände ich ganz cool, wenn man jetzt so Würfel und Token da reinmacht. Weil, was hier ja tatsächlich passt, ist, ihr könnt hier die Token zum Beispiel reintun. Wenn man jetzt zum Beispiel auf einer der Seiten hier so eine kleine Wand einzieht und sagt, hier könnt ihr eure Token reintun, dann müsste man natürlich schauen, wie man das macht, damit man auch drankommt. Wahrscheinlich auch wieder mit so einer Lasche oder zumindest hier so zwei kleine Erhöhungen reinmachen könnte, damit man die eben hochnehmen könnte und den Rest damit Würfel füllen oder so. Das ist Geschmackssache. Ich habe auch schon Leute gehabt, die zu mir gesagt haben, nein, auf keinen Fall. Ich finde das großartig mit diesem Riesenfach. Ich habe da Hunderte und Tausende von Würfeln drin und das Ladekabel und was nicht alles. Es ist großartig. Ich transportiere die Lampe da drin, weil ja, die passt natürlich auch hier rein, gerade sogar mit Plastik. Und es ist großartig und lass das so groß und was nicht alles. Persönliche Präferenzen, wie immer. So, ansonsten, was ich noch gar nicht gesagt habe, ist, wir haben hier nicht nur einen schwarzen, es sieht so edel aus, oh mein Gott. Wir haben nicht nur dieses Schwarz, sondern, wenn ihr mal guckt, wir haben hier eben auch eine goldene Bestickung. Bei dem anderen war es ja blau mit weißem Garn. Und hier haben wir eben schwarz mit goldenem Garn. Sieht richtig nobel aus. Hier haben wir wieder die Sachen für die Commander, damit man eben eine Commander in eine Faces reinlegen kann und die vorne hinlegen kann. Hier sind auch wieder links und rechts. Bei dem zweiten Teil war es, glaube ich, einer oben und unten oder so. Aber das werde ich nochmal testen. Sehr, sehr cool. Die gehen natürlich hier sehr, sehr schön raus, weil auch hier habt ihr wieder diese Griffe. Gucken, dass ihr die seht. Hier zum Packen. Und dann könnt ihr die ganz easy peasy rausziehen und aufmachen. Und ja, wie ich es gerade eben auch schon vermutet habe, wie ich schon gesagt habe, hier ist auch eine Zauberhand-Kartentrenner drin. Großartige Idee. Ich habe bis dahin immer andere Kartentrenner genommen. Und was mir an diesem Kartentrenner tatsächlich sehr gefällt, ist, der ist sehr, sehr hoch. Also wenn man jetzt andere Kartentrenner daneben hält, die sind um einiges kürzer. Die sind ja nur minimal länger als eben eine Karte. Und hier ist es tatsächlich so, dass es wirklich, wirklich ein gutes Stück weit länger. Deshalb sehr, sehr cool. Vor allem, wenn die jetzt auch in jedem drin ist. Oh mein Gott, das ist natürlich richtig nice. Ja, ansonsten die Box gut bestickt. Hat hier Magnete drin, lässt sich zumachen, lässt sich sogar mit dem Commander-Ding bewegen. Hier oben ist ein bisschen Kleber übrig, sehe ich gerade. Die Boxen gehen halt alle einfach raus und haben alle diese wunderschönen Kartentrenner drin. Was mir fehlt, ist, ich habe keinerlei Angabe meiner limitierten Box. Weil es gibt ja nur 100 Stück davon. Normalerweise war dann immer so ein kleiner Zettel bei, von wegen, ja, willkommen, du hast die Boxnummer 33. Habe ich das übersehen? Wenn ihr TCG Player eingebt, kriegt ihr 5% Discount, by the way. Nein, hier steht's auch nicht drauf. Nö, genau, das fehlt mir jetzt gerade so ein bisschen. Finde ich ein bisschen schade. Aber gut, ist halt so. Ja, ansonsten wie immer, jetzt, wo wir anfangen können, endlich auch wieder uns draußen zu treffen und in Local Game Stores spielen zu gehen oder sonst was, werde ich diese Box mitnehmen für ein Turnier, was wir aktuell geplant haben. Und werde das jetzt diese Woche mal testen. Morgen mit aufs Turnier und dann eine Woche lang die Box mit mir rumschleppen. Ein bisschen hin und hoch, hin und raus ziehen, hochheben. Die Sleeves werde ich auf jeden Fall auch testen. Habe ich mega Bock drauf. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, die auch zu erwähnen. Was ich jetzt noch gerade machen möchte, um das einmal zu zeigen, ist, wie unendlich groß diese Dinger sind. Wenn das hier die erste Box ist, die ihr seht, ich hole mal gerade mein Commander-Deck. So, ihr seht hier mein Commander-Deck, auch hier in Zauberhand-Sleeves. Natürlich in Zauberhand-Sleeves. Die sind auch schon ein bisschen gebraucht, deswegen, die werden auf jeden Fall ausgetauscht. Wenn ich das mal da reinschiebe, seht ihr, da ist noch so viel Platz. Und ich muss jetzt dabei sagen, dieses Commander-Deck ist komplett gedoublesleeved. Und zwar nicht in normale Double-Sleeves, sondern in diese mit diesen Laschen, wodurch das richtig dick ist. Es sind nicht die Zauberhand-Inner-Sleeves. Die habe ich auch schon gereviewt, auch getestet. Auch die seht ihr in den anderen Reviews. Trotzdem machen die das unglaublich dick und das passt. Und ich habe hier sogar noch Platz. Ich kann da meinen Finger dazwischen tun. Guckt euch das an.
wie viel Platz da noch ist. Die Boxen sind großartig für Commander-Spieler. Richtig cool. Und wie gesagt, hier oben mit dem Front Commander, der ganz einfach da drin erscheinen kann. Aber nicht muss, weil wie gesagt, auch dieses hier mit der Zauberhand mit diesem goldenen, das sieht so edel aus. Diese Box ist so hübsch. Dieses schwarz-goldene, das ist auf jeden Fall eine würdige Anniversary-Box. Und auch so von der Stabilität, ich kann das so ein bisschen drücken. Man hört so ein bisschen noch knacken, weil es noch eine neue Box ist. Aber es ist stabil. Es hält besser, als ich dachte. Krass. Die Magnete sind stark genug, dass nichts passiert. Auch hier, klar, ich meine, so rum ist es nicht ganz so stabil tatsächlich, weil die Magnete ja auf der anderen Seite sind. Aber so, ziemlich einfach. Man könnte jetzt auch tatsächlich hingehen, wenn man das jetzt nur nicht die Commander vorne haben möchte. Das habe ich auch schon Leute gesehen, die das Ganze dann so transportieren, dass eben so ein bisschen was der kleine Ausschnitt dabei ist und den Commander dann eben dort rausnehmen. Habe ich auch schon gesehen. Ich persönlich bin eher der Fan davon, das so rum zu haben, so zu transportieren. Ja, da ist die Box. Und ich würde sagen, wir haben hier jetzt mal einen kleinen Cut und wir sehen uns in einer Woche wieder. Eine Woche später, selbe Matte, diesmal, ich glaube, sie ist schief, Sekunde. Ich habe sie gerade erst einfach hingelegt, ist auch egal. Ist ein bisschen länger als eine Woche her, ich gebe es zu, aber ja, ich hatte die Chance, mit der Zauberhandbox rauszugehen. Sieht man auch hier unten so ein bisschen, ich habe sie aus Versehen ein bisschen auf den dreckigen Boden gestellt. Mag die nicht so sehr. Was habe ich als Fazit zu der Box zu sagen? Ich finde die Box cool. Ich mag das Lederriemen, also abgesehen davon, dass der immer noch eingeknickt ist nach über anderthalb Wochen rumtragen und es ist stabil, ich kann das ziehen, da passiert ja auch rein gar nichts, der Kleber ist fest und ich habe den auch wirklich nur daran getragen. Dieses Metallstück hier ist, ja, je nachdem, also ihr müsst sie halt schon so rumtragen, weil wenn ihr sie hier raumgreift, habt ihr hier andauernd die Kanten drin, wäre vielleicht cooler, wenn das bei der Second Anniversary irgendwie so seitlich ist. Damit man sich da halt da nicht gegenstößt, wenn man da durchkommt, wie man hier sieht. Ansonsten, ich finde die Box halt mega. Ich liebe diese Boxen von Zauberhand, diese Vorboxen. Ich war mit ihnen draußen, ich habe mit ihnen gespielt, ich habe meine Decks da drin rumgetragen. Rote Steuer habt ihr schon gesehen. Ist halt das Commander-Deck, das passt da halt einfach am besten immer wieder mit rein. Klar. Habe, ist, ihr seht, ich drücke die Box, wenn ich sie halte, so ein bisschen zusammen. Und das ergibt ein Problem. Ich zeige euch das mal mit einem anderen Deck. Wo war es denn am schlimmsten? Ich glaube, hierbei war es am schlimmsten. Ihr seht das auch so in dem Profil der Deckbox. Da ist so eine richtige Wölbung drin, hier ebenfalls. Die muss man rausmachen, weil, was mir nämlich pass aufgefallen ist, ist, ihr könnt diesen ihr seht, der hängt. Und der ist nicht gerade. Das ist ein schwierig. Was ihr dann machen müsst, bei den meisten habe ich es schon gemacht, ihr müsst so ein bisschen bei der Box so ein bisschen nach außen drücken. Ich vermute mal, das kommt vom Kleber, dass der sich ein bisschen zusammenzieht. Und ihr hört das auch. Bei den anderen habe ich es schon gemacht, deswegen könnt ihr es da nicht hören. Ich hoffe mal, hier da hört man das. Das hört sich ungeil an. Ich weiß nicht, warum das so ist, dass sich das hier so zusammengezogen hat, aber es sorgt dafür, dass eben der Kartentrenner... Also die Sleeves passen ohne Probleme und auch die Hüllen, die Decks passen ohne Probleme. Aber die Kartentrenner sind, ja, zu breit. Dann muss man die Kartentrenner ein bisschen machen. An den Seiten passen sie perfekt. An den Seiten ist die Box auch nicht ganz so nach innen gewölbt. Ihr seht das? Oh, ihr seht, hier seht ihr das richtig gut innerhalb der Box. Lieber Zauberhand, Leute, wenn ihr zuschaut, die Dinger ein bisschen schmaler das nächste Mal, damit die auch hier richtig reinpassen und sich nicht so komisch verhalten, sage ich mal. Das ist mir jetzt in der Woche aufgefallen. Ansonsten, hier unten sieht man minimals den Kleber, das ist aber vollkommen okay. Das sieht man bei anderen Herstellern auch. Die Boxen sind stabil, die halten mega viel aus. Ich habe die
Die hier habe ich, glaube ich, am schlimmsten behandelt. Nein, verstrichen am schlimmsten behandelt. Ja, sieht man auch so ein bisschen auf der Box selber. Ja, sieht man an der Box selber, seht ihr das? Die habe ich richtig durch die Gegend geschmissen und die hat es auch hier unten richtig hart erwischt in einem Knick drin. Aber sowas, wenn ihr die halt in der Ecke pfeffert, habt ihr diesen Schaden halt in den Boxen drin und den kriegt ihr auch nicht mehr raus. Da habt ihr dann keine Chance. Aber die Box hält ja immer noch und den Karten selber drin ist nichts passiert und ja, das ist ja alles, was ihr wollt. Ihr wollt ja, dass die Karten beschützt werden von einer coolen Box. Und das habt ihr hier. Weil ihr habt hier eine coole Box, die eure Karten beschützt. Ja, ansonsten, die meisten, wie gesagt, nach einer Zeit so ein bisschen Wear and Tear. Hier sieht man auch so ein bisschen den Kleber. Den habe ich nicht abbekommen. Da habe ich mal probiert, mit Wasser dran zu gehen. Habe ich auch nicht geschafft, den abzubekommen, leider. Ja, mit der Box habe ich am meisten gemacht. Die habe ich so ein bisschen gemacht und die beiden habe ich nur ausgedrückt und damit gespielt. Das habe ich nicht ausgepackt, weil wofür sollte ich es auspacken? Macht keinen Sinn. Hier hatte ich tatsächlich ein paar Karten drin. Würfel hatte ich hier drin. Die habe ich gerade eben rausgenommen und habe wieder das reingetan, was da reingehört. Ja, das ist die Box. Wie gesagt, sie ist sehr, sehr, sehr stark limitiert auf sehr, sehr wenige Teile. Und ich muss sagen, die Box ist auf jeden Fall cool, alleine von der Farbgebung. Mir gefällt die Farbgebung wesentlich besser als dieses Blau-Weiß, dieses Jeansfarbene, sage ich mal. Und ich hoffe, dass sie mehr in diese Richtung gehen. Ich meine, klar, es ist eine Anniversary-Box, die werden jetzt nicht weiterhin Schwarz-Gold produzieren, aber Schwarz-Gold ist schon, gefällt mir persönlich halt besser als das Blau-Weiß. Aber das ist persönliche Geschmackssache. Ich finde die Box cool. Eine Anniversary-Dune-Version zu machen, beziehungsweise halt eine Anniversary-Version zu machen, ist eine coole Idee. Mir schlägt es halt so ein bisschen sauer auf, dass die so ein bisschen, dass die halt wirklich sich so nach innen ziehen. Man sieht das halt auch richtig, wenn man die Box in der Hand hat. Ich weiß nicht, wie gut ich es wirklich da, seht ihr das? Ich bin mir nicht sicher, ob es halt an der Box liegt, die ich bekommen habe. So, das müsst ihr ja immer mit einberechnen. Aber das gefällt mir an dieser Box nicht. Das hatte ich bei der anderen und habe ich bei der anderen Box auch nicht. Immer noch nicht. Bis heute nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob es jetzt hier an der Lackiererei liegt. Oder generell an der Qualität. Ich meine, die Nähte hier sind richtig, richtig gut gemacht. Ich habe keinerlei verschnittene Nähte gesehen. Das ist schon sehr, sehr krass. Vor allem, weil man sich überlegt, wie viele Nähte hier auch rum sind. Und ich habe trotzdem absolut nur saubere Nähte gesehen. Richtig, richtig schön. Ich drehe jetzt mal den Kopf, damit ihr was hinten dran auch mal seht. Ist halt ein bisschen dreckiger geworden. Tatsächlich wird das Schwarz relativ schnell dreckig im Vergleich zu dem Blau. Ist ja auch übrigens der Grund, warum Jeans in Blau produziert wurden ganz am Anfang. Ich hoffe, ich habe euch sonst alles von dieser Box gezeigt. Wenn sie euch in Schwarz-Gold gefällt, ich glaube, ein paar sind noch da, nicht viele. Wie gesagt, seid vorsichtig mit den Seiten, aber in Schwarz-Gold gefällt mir die richtig gut. Wenn ihr sagt, nee, Blackie, das Blau-Weiß gefällt mir eher. Ich glaube, von den All-Faces sind auch noch ein paar da, wenn wahrscheinlich auch nicht mehr viele. Und ja, ansonsten, wenn ihr andere Sachen von Zauberhand noch sehen wollt, wie gesagt, oben habt ihr die ganze Zeit die anderen Videos als Links aufploppen gehabt, plus ihr habt unten in der Beschreibung noch Links zum Shop von den lieben Leuten. Es ist, glaube ich, zauberhand.shop, wenn mich alles täuscht. Oder schreibt den Leuten auf Instagram, super nette Leute, folgt denen dort. Oder schaut euch, wie gesagt, die anderen Reviews von den Zauberhand-Produkten an. Die Leute haben das auf jeden Fall verdient. Sie machen richtig coolen Stuff und haben es auf jeden Fall verdient, dass man sie unterstützt. Und deshalb auch nochmal der Hinweis und natürlich das große Dankeschön an Zauberhand für das Zuschicken dieser Box. Wie gesagt, ihr habt das ja schon gesehen, wenn ich Sachen zu kritisieren habe, habe ich sie kritisiert und ich werde sie auch immer kritisieren. Ich werde sie auch immer sagen, wenn mir irgendwas nicht gefällt, wenn mir etwas sauer aufstößt, werde ich das sagen. Ich lasse meine Meinung nicht kaufen, auch wenn ich Reviews von anderen Leuten mache, beziehungsweise Leute mir eben das Zeug zuschicken. Dementsprechend nochmal vielen Dank an Zauberhand fürs Zuschicken dieser Box. Und der Chance, das Ganze zu reviewen. Und natürlich den Ring. Ich habe den Ring vergessen. Also fast die ganze Woche tatsächlich. Was ein bisschen schade finde. Ich habe ihn auf ein Turnier gebraucht. So für eine Runde. Danach habe ich ihn auch vergessen. Und ja, der geht zu leicht. Der Ring muss einfach noch verbessert werden. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blackseed. Ciao, ciao.